So, let's go. Ich bin mal überschreiben. Ja, ich habe nur geguckt, ob es eine simple Option gibt. Spoiler, gibt's nicht. Nein. Juan. Juan. Wach auf, Juan. Juan. Das ist Juan. Das ist Juan. Juan, du siehst besoffen aus. Nee. Ey, oh, ein schönes Poster hat er da. Oh ja, stimmt. Oh. Alter. Ein schöner Luchador. Man kann Treppen so nicht runtergehen? Sehe ich das richtig? Sollte man eigentlich. Wahrscheinlich ist das ein Skill für später. Ach, Rat. Was ist das für ein... Alter, ich meine... Ist das ein fucking Ritualstand hier? Ja, nicht wundern. In der Gegend, wo er kommt, werden Luchadors verehrt. Es gibt eine fucking Kirche für Luchadores. Eine Lutscherkirche. Ja, eine Lutscherkirche. Wie viel Tequila hat der Typ? Alter! Ah. Das ist ja... Was ist das denn? Ah, das brauchst du später erst. Ah. Skill brauchst du. Oh, shit. Nee, bist du wach? Es ist Mittag. Die Sonne steht im Zenit. Ja, und? Hast du mich mal angeschaut? Dann sei ganz offen. Schlaf fest zu dir. Der Los Muertos steht bevor. Ich wollte gerade sagen, kann ich jetzt einfach wieder ins Haus gehen? Nach dem Motto, fuck you. Wie frisch Kühlstahl habe ich Kirche gebaut, nachdem du die Zähne geputzt hast. Ach, bin ich dir ohne mit ungeputzten Zähnen nicht gut? Okay. Gut, dann gehe ich halt wieder. Gehe ich halt wieder Tequila saufen. Fuck you. Sind das Melonen? Ich wollte gerade sagen, sind das Melonen? Alter, die Melonen, was sind das für riesen Dinger? Ey, du hast die Melone bei uns gesehen. Ja, aber die ist nicht so groß wie sein fucking Torso. Steht doch was ein für den Haus. Alles ganz normal, so ein random Typ, der Jumpkicks macht. Ja, brauchst du auch Skill. Ja, ich wollte gerade sagen, da brauche ich Skill für. Skill, den ich nie hab. Pueblucho. Okay. Yay, du hast Tonnen gepuncht. Ja, man, immerhin etwa. Was ist das für eine Stadt? Hey, Juan, Turnier zum. Der ist schon vorbei, ich kann kein Spanisch. Und dabei habe ich dir gesagt, lern wenigstens spanische Floskeln. I cannot. Also. I cannot. Nicht. Wieso kennt mich hier jeder? Du bist bekannt. Ich gehe bei deine Fiesta und ich will die Tequila knapp wird. Keine Sorge. Keine Sorge. Ich glaube, ich habe nur irgendwie 9 Kisten bei mir zu Hause. Tu mir auch voll gern einladen, du dürftest nur Luchadores kommen. Kann ich auch mit... Ich habe Tequila. Lots of Tequila. Hi. In letzter Zeit ist es wirklich ruhig geworden in dem Haus. Ich kann mich einfach nicht durchringen, ihr Lieblingsspielzeug wegzuwerfen. Oh, deshalb bewache ich es im Keller unter der Treppe auf. Ist das da... Also das ist ein Spiel... Ich kann echt nicht da... Yeah, you will need it later, by the way. Ich kann da echt nicht hin, weil ich nicht so... Du kannst auch erst später dahin. Ach so, oh. Ich kann so droppen, okay, gut. Das nützt dir aber nichts, wenn du nicht... Du musst ja quasi durch den Boden, durch die Wand. Das kannst du nicht. Alter. Der hat einen Donger. Bestimmt. Du stehst einfach auf dem Dach. Früher war ich echt Manachita. Kannst du glauben? Und jetzt stehst du auf Dächern. Ich würde dir, by the way, auch raten, dir immer einen Blick auf die Poster zu werfen. Da sind teils so geile Referenzen. Amazing Tequila, Bro. Diese alte Kasse. Die Leute sagen, darin hätte eine Hexe gehaust. War oder nicht? Niemand will hier wohnen. Hier wohnen. Freieiei, sagt, ich bin die beste Athletin der Stadt. Hättest du damit gerechnet? Freieiei. Da. Vor allem.
Ja, das ist eine, Majora's Mask Anspielung. Und Mega Man. Und Mega Hombre. Mega Hombre. Ich erinnere mich, dass du ständig mit El Presidentes Tochter zusammen warst. Ihr habt seit Jahren keinen Kontakt. Warum? Warum interessiert euch das? Lana Soltero ist ein Frosch. Und Gato, was zur Hölle? El Presidentes Tochter ist nicht nur schön, sie ist auch noch muy inteligente. Wusstest du, dass sie einen Abschluss in Geisteswissenschaften hat? Sie ist also eine Durchgeknallte. Okay. Ey. Okay, hier ist einfach... Oh, geil, Actionfigur. Oh, shit, boy. Boom. Geil, Geld. Geil, Geld klauen. Oh, geil, ich kann nicht kriechen, ich bin zu beefig. Passt ja zu dir. Weißt du, ich gehe in so ein Typenhaus und klau ihm sein Geld. Ah, das ist ein Mexikaner. Und Hühnchen. Ist das some Legend of Zelda shit? Ich mach das lieber nicht. Nee, lieber nicht, ja, Hühnchen. Was sonst punch ich dich. Nee, immer ist es denn so ein Legend of Zelda shit? Sagt dem Motto, wenn du ein Hühnchen punchst, wirst du einfach getötet. Nein. So, hey. Geile Kirche. Oh, da, Hughen. Danke für deine Hilfsbereitschaft. Versuche hier etwas Platz zu schaffen. Wir warten, es überall bewegt zu kommen. Selbst Präsident des Tochter ist eine Universität. Was? Universität de Santa Lucita. Ihr habt doch alle einen an der Flöte. Das ist ja mexikanisch. Nee, ich meine, er hat einen an der Flöte. Guck, wie er da steht. Genug von dem Tag. Könntest du lernen, war einfach sein Erkrotzer zu Mann. Nice. Done. Ich gedacht, ich wusste, was in dir steckt. Der Präsident ist doch, der hat immer gesagt, dass sie den Potenzial ebenfalls erkennt. Was für ein nettes Mädchen. Ich bin froh, dass er der Botschaftssohn aus dem Spiel ist. Und er ist die Frau der El-Minister. Was für ein Skandal. Hablando del Rey de Roma. Genau, was sie sagt. Wen haben wir denn da? Hallo, Frei. Ich... Juan. Frei wollte, dass ich heute vorbeischaue. Ich habe dich hier nicht erwartet. Juan, du siehst so... krank aus. Hast du schon wieder so viel gesoffen? Weißt du noch, als wir Kinder waren, da hast du auch gesoffen. Du scheiß Kind Tequila versoffen wie nichts Gutes. Wir haben uns gemeinsam so viel Ärger eingehandelt, wegen deiner Saufkunst. Wow, das fühlt sich an, als wäre es ewig her. Drunken Fist und so. Du bist wirklich besoffener geworden. Okay, fuck off. Wie dem auch sei, Frei, ich habe die Stühle gefunden, die du wolltest. Ich bringe sie später vorbei. Juan, könntest du zur Villa kommen und mir beim Tragen helfen? Natürlich, ich habe ja nichts Besseres zu tun. Ich würde mir wirklich gern Zeit mit dir und deinem Tequila verbringen. Überwiegend mit deinem Tequila. Wenn du willst, vielleicht können wir sogar zusammen zum Fest gehen. Ich muss jetzt los. Hoffentlich bis später, Juan. Tschüss, Frei. Nimm dir Frei. Frei, ja. Hey, Juan, hast du das gehört? Mir ist deine Chance. She wants the D. Telenovela. Was? Was? Oha, da muss ich den Kindern noch sagen, die sollen die Feuerwerk spielen. Ich sage genau, der ist die Tochter. Er geht auch wirklich mal treffen. Ach du Scheiße. Ist das ein... Okay. Ja, so kommst du raus. Interessant. Okay. Boah. Warte mal, kann ich da... Ah ne, das... It's bolted. Ich könnte zwar das Ding da locker rausnehmen, aber mein Gott. Sua! Hey Juan, was ist los? Ein paar Stühle fürs Fest? Klar, ich mach schon. Ay, Dios mio! Ich wollte Stühle, kein fucking Inferno. Verdammt, du etwas, Juan! Okay, Mann. Ja, ganz toll. Jetzt brennt wieder alles. Well, this is escalated quickly. Und ich stehe da so. Well, I guess she's dead. Ah, du versuchst ja jemanden den Helden zu mimen. Du bist auf dem Weg in den Feldern. Ah, war der Junge.
Ruhiger Rot für dich. Juan, lauf jetzt, bevor dieser widerliche Skelett dich auch erwischt und dein Tequila. Wieso? Ich hab sie zuerst gar nicht bemerkt. Junge, dein Kopf brennt. Was bin denn da? Oh, Alter. Das sind Stimmen, die ich nicht mal lange machen sollte. Wie ist es dagegen, dir diese Augen aus dem Schädel zu brennen? Dann Sale, was? Kalaka. Kalaka. Es wäre mir eine Freude, dich aus diesen Einringen zu kümmern. Überlass den Irmir, Flammengesicht. Ich könnte heute etwas Action vertragen. Look at that hair. Oh, Alter, ja. Was ist mit ihren Haaren los? Gute alte Stabi. Sie ist eine Hexe. Ihre Haare sind Masse. Silencio. Wenn Jager Javier hier wäre, könnt ihr mit dieser Aufgabe betraut werden. Leider ist er beschäftigt. Ich werde mich selber um ihr kümmerlichen Jimador kümmern. Die Welt der Lebenden hat vielleicht eins beschlossen, mich zu vergessen. Doch dieses Mal werde ich ihnen keine Wahl. Ich stehe da echt so auf dem Motto. Oh, Mann, was ist das schön? Kann ich mein Dings haben? Wurde bereit zu sterben. Carlos Carlacca. Ich stehe da echt so nach dem Motto. Weißt du eigentlich, Well, guess I die. Juan! Nein! Nicht dein Tequila. Oh, bitte stirb nicht! Doch. He's dead. Oh cool, ich bin nicht tot. Doch, du bist tot. Stimmt, es ist alles ein bisschen Poco hier. Und du hüpfst da wie so ein... Ich krieg nasse Füße. Wie so ein Affe. Aber was soll dich das kümmern? Du bist tot! Guter Punkt. Viva Kalaka, Kalaka for Mayor. Die Poster sehen cool aus. Ich sehe immer noch aus, als ob mir das alles scheißegal ist. Noch. Oh. Okay. Hi, das bin ich. Sei gegrüßt, Juan. Ich bin Tostada, Hüterin der Maske. Wie interessant, dass sich die Maske dir offenbart hat. Kalaka hat die Ordnung des Universums gestört. Du hast bei dieser Sache sicher eine Rolle zu spielen. Wenn du diese Maske aufsetzt, Juan, wird ihre Macht dich in die Welt der Lebenden zurückbringen. Bist du bereit? Geil, Zombie-Matador-Action. Luchador, was auch immer. Ja. Scheiße, mein Hemd ist explodiert. Sette. Cool. Bevor ein böses Skelett. Ja, geil. Ja, in die Kirche eingesperrt, fühlen wir wohl niederbrennt. Bitte rette uns. Warte, bevor du gehst, sag du, siehst du auf deiner Karte. Bitte geh und rette die Stadt, tu weiter, Alter. Ich bleib in meinem Fass. So, zweiter Spieler kann jetzt einsteigen. Kannst du schon? Drück mal Start. Hab ich gerade. Oder drück mal. Hier kommt ein neuer Herausforderer. Ah, musst du deinen Verbündeten steuern, einen Kampf anschließen, wenn der andere immer noch aktiv ist und Respawn-Countern abwarten, erst dann spürt der Blatt. Ah, okay. Ah! Hi! Oh, endlich! Shit, das work! Wow! Obwohl du mit ihm gesprochen hast! Oh, lol! Das war keine Absicht, aber hey! Oder auf mich! Ach so. So. Was mach ich denn jetzt hier? Du versuchst zu greifen. Ey! Was zur? What is he doing? Du da, Luchador, rette mich! Sorry, da komme ich nicht hin. Boah, destroyed! Haha! Wir sind doch nicht sicher. Boah, alles haben sich auf der Toilette eingesperrt. Nett. Da muss so richtig widerlich hier drin. Eieiei, komm da. Boah, shit. Da oben ist meine.
da oben ist deine Energie? Okay. Ja. Okay. Slam Dunk. Yeah. Lass dich nicht treffen, Luchador. Ach so, oh. Hä? LT? Ach, gleichzeitig. Shift. Bei mir sind es die Schultertasten. Oh, hups. Kannst du... Achso, jetzt musst du wieder neu dazu. Ja. Geiles Tutorial. Ich wollte gerade sagen, wie oft soll ich dem jetzt noch ausweichen? He just dies. Bin ich tot? Scheinbar. Offenbar. Wow, sind wir scheiße. Ja. Ich kann vor... Also... Ach so, ich kann die in gewisse Richtung schmeißen. Ja, right. Außer wenn sie den komischen Triple-Move machen, dann nicht. Müssen so ein bisschen gestaggert sein. Ich bin ein Jumpbewohner, alter Toilette. Hier getan, nur dann Luchador. Sicherheit der Präsident und seiner Familie. So, Santa Lucita nach Hinweisen. Böse Skelette. Da wird Keks schon wieder durchdrehen. Okay. Da können wir auf die Toilette? Nee. Nein. Da. Meine Vito, wenn du mit den Skeletten fertig geworden bist, will ich meinen kleinen Problem helfen? Ja, natürlich, ich habe nichts Besseres zu tun. Wurde von den Hühnern überrannt. Ich weiß nicht wie, aber sie sind aus dem Gehege entwischt. Tu nötiges, um sie dahin zurückzubringen. Schlage sie, wirf sie. Ist kein Problem, meine Hühner hier, die zähsten. Sag mal, kann man das irgendwo... Aber wir haben das Haus schon gesehen. Wir wissen, wo das ja, ist. Nur ich weiß jetzt nicht mehr, welches das war. War das das hier? Nee. Nope. Das war dann das hier. Ja. Genau, Pollo. Ich habe das Wort Pollo gelesen. Aber so, wir sollen alle ins Gehege. Dafür musst du sie greifen. Ich kann sie nur schlagen. Das ist auch greifen möglich. Nö, ich greif dann immer. Ich greif dann weg. Vor allem hier unten. So, ein paar sind schon mal da. Ich musste erstmal die Hühner hier hoch uppercutten. Ja, gehört zu. Oh, wow. Ah, nein. Komm hier, blödes Vieh. Alter, komm hier nicht raus. So. Nein, geh da jetzt. Zu weit. Das Vieh ein bisschen hart getost. Ist das letzte Huhn? Ja. Ja. Du. Gott, bin ich sexy. Ist immer so aufgefallen. Ja. So, und jetzt? Achso, hier. Da ist er ja. Gracias, das ist Senor. Endlich herrscht wieder Ordnung in der Casa. Ich gesehen, als das Geller in der Stadt verloren hat. Dann ist es dir von Nutzen. Ah! Bang! Mexikanisches Zeug! Ja, mit einem Herz können wir unser Leben erweitern. So, dir erzählt nichts Interessantes mehr, hast mit Flair schon gesprochen. Nee, deswegen können wir mal hier wieder hin. Hier brennt immer noch alles. Alles brennt, so schön neu. Und du, ich bin ja gerade die Einzige, die normal rennt. What the fuck? Oh, hier ja, gibt's aber einen Schatz. Nur ob wir da hinkommen, ist halt die Frage. Probably da, not. Da, da! Da ist es! Ja, nur ich glaube ja, nicht, dass wir da... Da braucht man einen Doppelsprung für. Ja, aber klar, es gibt kein Metroidvania-Game ohne Doppelsprung. Ja. Oder Wandsprünge. Ach, da sollen wir hin, da oben. Okay. Mexikanische Musik. Sei so Mexikaner.
Was so, können wir eigentlich? Da, auf diesen Vorsprung müssen wir. Oder? Nee. Okay, die Frau will auch nichts. Sieh nach den Bewohnern. Ah ja, stimmt, hier ging es hoch. Oh, das sind Fässer! Fässer, 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 Fässer! Jetzt nicht mehr! Ich wollte die Fässer kaputt machen. Was hast du denn für Komplexe? Oh. Jeder ist tot. Was läuft, Bruder? Brauchst du was? Ich hab nämlich was. Kostüme? Ja, man kann sich Kostüme kaufen. Boyd. Juanita. Alebrehe. Teufel. Der Alebrehe. Darf ich mal kurz hinzufügen? Ich habe gesehen, es gibt ein. Das Spiel hat einen Workshop. Ich werde, glaube ich, zum nächsten Mal mal gucken, was es im Workshop gibt. Wenn wir jetzt zu Anfang, können wir uns davon an Kostüm eh nichts leisten. Aber Fähigkeiten. Fähigkeiten wären nützlich, sofern wir Geld wir haben. Wir haben nur nichts. Ja. Das Minimale ist. Aber wir merken uns das. Wir können. Warte mal, ich will mal gucken, was kann man sich denn holen? Ein Stück Gesundheit, ein Stück Ausdauer, Regeneration. Ich habe nicht mal gemerkt, dass wir eine Ausdauer haben. Betäubungsboost. Suplex? Na klar! Was wäre denn ein Luchador ohne Suplex? Das Boot! Beim Greifen unten B für massiven Schaden. Boah, geil. Boah, das will ich haben. Ich will Leute suplexen. Ja, an dem Schädelkopf kann man auch immer speichern. Ist wahrscheinlich so der typische. Oh! Ups. Okay, die Taste lasse ich am besten los. Die möchte ich nicht mehr benutzen. Boom! So, Smash! Ich hab den nicht gesehen, oh nein! Boah! Oh. To Infinity! And beyond! Kann man irgendwie rennen? Das ist schon schnell genug. Au! Pass auf! Wir hauen mit Projectiles. Das war cool! Nice! Oh shit, so ist das. So macht das doch Spaß! Pass auf, Projectiles! Die schmeißen mit Knochen. Ah! Ja, aber still! Moment mal kurz. Ja, sorry. Irgendwie, die Effekte sind ultra laut irgendwie. So, wo ist denn der andere? Oder keine Ahnung. Hab ich schon zum Mond geschossen. Okay. He died years ago. So, gut so. Gibt's ein Taunt? Also das ist die Karte. Ich wollte sagen, gibt's ein Taunt-Button? Nein. Alter, okay, irgendwie ein Stomp gibt's nachher wahrscheinlich noch. Wir müssen aufpassen wegen unserem Leben. Regeneriert das oder? Nee. Nee. Bleib dort stehen, Luchador, Befehl von Carlos Calacia. Karlaka. Lackaffe. Ich war in der Schritt und du bist tot. Möchtest du wissen, wer ich bin? To be honest, nö. Der letzte Tag der Erde steht bevor. Ich schlage vor, nach Hause zurückkehre, Italien verbringst, die du liebst. Ich liebe mein Tequila. So ein Sturkopf. Du hast die Kirche gerettet, sein so Bewunders werde eine heldhafte Tat. Deine Reise endet doch hier. Ich bin King. Ich kriege mich so abzufertigen, aber du kannst doch mal sagen, ich hätte dich nicht gewarnt. Ja! Oh, ja, Scheiße. We die anyway. Ach guck mal, da ist er ja wieder. So, auf jeden Fall gespeichert. Der speichert automatisch? Also wenn wir an den vorbeigehen, ja. Ja, aktuell können wir uns. Na, ich glaube Gesundheit ist zu Anfang gar nicht mal so doof. Ja, wäre besser. Ach so! Ah! Und dann, ach so, jetzt kostet das natürlich mehr. Ja, genau. Ah, ich verstehe. Okay, was. Ach du Scheiße. Das ist einer dieser. Ich sag ja,
Jedes dieser Metroidvania-Games hat solche Räume. So einen hohen Raum, wo es 10.000 Optionen gibt, wo du längst kannst. Ja, muss ja nichts Schlechtes sein. Watch out! Ey, warte auf mich! Kein X mit die Plan. Ich find's schon geil, wie ich die ganze Zeit da so super heldenhaft stehe. Bäh. Was ist das da unten überhaupt? Das willst du nicht anfassen. Just don't. Ein Skull. Ich glaube, das ist für Ausdauer. Ich habe noch nicht mal irgendwie gesehen, dass wir Ausdauer haben. Hey! Ah, was kann ich eigentlich? Ich wollte sagen, was kannst du eigentlich? Ich sehe schick aus. Guter Punkt. Ich sehe wenigstens schick aus. Bodycheck. Wasser. Dass man Leute ineinander schmeißen kann, das ist eigentlich das geilste Feature. Hier, da kommt. Achso, jetzt kriegen wir gesagt, dass wir durch Sachen durch können. Aber. Ja, aber hier kommen wir erstmal nicht. Ach man. Pass auf, die Stacheln, die tun weh. Das sind Stacheln? Ich dachte, das ist. Ja, das. Ach, das sind Stacheln. Halte für einen weiten Sprung. Ja, wir haben nothing. Ich hab nicht gesagt, dass es hässlich ist, hä? It's a giant cock. Hey, Kumpel, verwende LP oder R, um durch den Nägel zu rollen. Geile Sache. Okay, die Rolle hat also Invincibility Frames. Ups. Wie? Genau. Ach, man hat in der Luft auch so einen Ausweichmove. Das sieht nur nach überhaupt nichts aus. Aber sonst würde man wahrscheinlich nicht weiterkommen. Nee, true. Ich meine, es sieht stylisch aus, aber es macht irgendwie null Sinn. Ach, wir sind besonders. Oh nein. Bam. Smack. Smack my bitch up. Er hat trotzdem seinen Scheiß geschmissen. Lass mir so vor, dass die Soundeffekt. Ne Pinata! Ja, Pinata kaputt machen für Loot! Loot, Loot! Für Loot! Für den Lootschador! Alter, wie oft hast du hier die Gelegenheit abzugraden und zu speichern? Du, mich stört das nicht mal. Ganz ehrlich. Da kommen manchmal Passagen, die sind mega fies. Okay, da können, ja, da müssen wir durch. So geht's auch. Okay, da kommen wir nicht hoch. Das Ding ist auch. Aha. Ach so. Ein Häuschen. Oh geil, Leute auslooten. Loot! Goat! Oh, das müssen wir kaputt machen. Bam! Es sah auch kaputt machbar aus. Boah, bist du verrückt, Lutscher, du? Redet die Ziege gerade mit uns? Ja. Oh, du stößt mir meine Choso-Statue. Ernsthaft? Metroid-Anspielung? Etwa noch 15 davon übrig. Typisch nur der Tor-S-Zuschlag, niemals Fragen stellen. Okay. Ich finde den Opa klasse. Ich bin der große Huai-Chirvo. Ziegenmenschen, außergewöhnliche Krieger-Ausbilder. König Bock gegen Strafen. Bockbeinig. Bevor wir beginnen, sag mir, ist deine Maske, ist deine Mutter Single oder hat sie... Was? Steht ja auf böse, Jungs. Böse. Okay. Erklär mir, gelangt bis ich mir heile. Nicht so kurz. Insbesondere. Oh, ups. Galaka. Galaka.
Dumbledore Tochter, der war der Präsident von Jaguar, mein ehemaliger Schüler. Das heißt, sie ist auch eine Ziege? Nein, die reden vom Jaguar Hava, also hier der Typ, der uns runtergeschmissen hat. Der ist auch eine Ziege? Nein, aber sein Schüler. Sind wir alle Ziegen? Dumbledore, den wir weggerettet haben. Wir haben lass meine Mutter aus dem Spiel! Ich weiß nicht, ob mich so den Hahn-Uppercut nach oben und B, um mächtigen Move auszuführen. Im Move kannst du rote Blöcke zerstören, kannst du sogar Luft auflösen. Sei wieder voll, wenn du ihn oft einsetzt, bist du eine Weile erschöpft. Moves-Büsche will ich nicht umbringen, wenn wir die Ausbildung beim nächsten Treffen fortsetzen. Rooster-Uppercut! Boah! Überhaupt nicht epileptisch. Aber ich sehe schon, die Attacken werden hier übersetzt. Bin ich ja gespannt, wie hier das eine übersetzt wird. Worauf ich schon mega gespannt bin. Ach, Dings. Oh, Alter, bei dir ist es so ein ja, es ist ein Kick. So ein Chun-Li-Move. Sehr kickbasierender Charakter. Da komme ich noch nicht, da brauchen wir noch einen Move. Da bin ich gespannt, wie sie das übersetzen wollen. Da brauchen wollen. Wir einen Move für den Move. Ah gut, wir haben nur noch nicht so viel Geld. Sure you can! Das ist cool. Warte mal, gibt's... Was ist hier? Moment. Wow! Gleich gesehen, dass es... Ey! Wir können auch damit angreifen, so ist es nicht. Und später kriegen wir noch Suplex-Moves. Das ist doch gut! Da freuen wir. Wow, hi! Da kommen wir nicht durch. Okay, die Musik ist aber nice. Hui! Mucho grande. Wow. Bäh! Nee, so. das ist böse. Aha, aber. Ah, ich verstehe. Ausdauer. Aha! Not quite. Ah. Ugh. Oh, come on. Musst du direkt machen, sobald du durch bist. Genau. Ah. Das Timing ist Gewöhnungssache. Smackdown! Boah, geil, 1500, wir können uns einen Suplex kaufen. Können wir. Ah. Stellst du gerne. Okay, ja. Deine Combo in die Luft. Oh, schade, ich wollte ihn eigentlich dann noch, ne? Nein! Rupf das Blümchen! Ich mag das Combat irgendwie, das ist cool. You just throw shit. Ja. Ah! Ah nein, ich wurde getentakelt. Der versucht mich abzuschlabbern. Komm, das Spiel macht im Koop echt Sinn irgendwo. Also es macht auf jeden Fall Spaß. Ah! Versucht mich abzuschlabbern. Grab into grab. Ja, warum nicht? In the nuts. Skeleton nuts. Oh! Stylish. Okay, da kommen wir sowieso nicht hin. Oh, scheiße, wir können uns jetzt Moves kaufen. Ja. Oder? Okay, Ausdauer habe ich jetzt nicht so das Problem. Gesundheitsregeneration. Erstmal. Eigentlich wäre Gesundheitsregeneration wichtiger. Eigentlich wäre es wichtiger. Ja, doch, wäre sehr, sehr nützlich. Na gut. Erstmal kein Suplex.
aber später. Also. Ja, ich weiß. Easy. No. Combo Nerd. Ah, shit, ich dachte, ich kriege ihn noch. Schade, aber nee. Tadellos. Alter, wie Machiso. So viele Achievements gerade. Das ist doch schön. Warum immer diese Hühnchen? Santa Lucita. Ah, die Hühnchen, das wird nochmal erklärt. Santa Lucita. Das Skelett ist ganz trugen ein Mädchen. Oder den Hügel liefen westwärts davon. Die, dem Es Muerto, haben die Toten wirklich erloben. Geil, ich verpiss mich. Ah ja, willkommen in Santa Lucita. Sieht aus, als könntest du auf ihr selbst aufpassen, Luchador. Ich bin auch noch da. Ja, du hast so dieses Schicksal des Side-Characters. Ich bin Agent. Basically. Mano. Loco Lobo. Alter, die Bilder. Die Messi-Bude. Kommt man hier irgendwo? Das ist ja wohl hier nicht für nothing. Wahrscheinlich, sobald wir noch eine andere Fähigkeiten haben. Ich glaube, in dem einen Haus waren wir noch nicht. Da kommen wir nicht rein. Da kommen wir nicht, okay. Können wir nicht rein. Mit Tequila. Viva Piñata! Wow. Seven Piñata Shop. Ist doch cool. Alter, was... Alles okay? Also, ich war eins an dieser Tür, wo in deinem Alter war. Ich hatte gedacht, der sagt jetzt aber sowas wie. Aber dann bekam ich einen Pfeil ins Knie. Oh, das hättest du jetzt gerne, wa? Ups, hey! Hier sind Küken. Küken? Wahrscheinlich ist das meine Quest. Probably. Da sind so einige Bewohner, die was von dir möchten. Ist das schrecklich? Eine Bande Skelettos stürmte durch die Stadt. Irgendein armes Mädchen, weiß ich. Sie wollten zum Regentempel, oben auf dem Hügel, westlich der Stadt. Ich kenne Wassertempel. I punched the chicken. Now I punched the chicken. Sekunde, mach kurz. Komm mal kurz runter. Ja, Mega Man. Das ist ein fucking Mega Man. Du bist ein Hühnerdieb, der ist Santa Lucita schon seit Jahren. Nachdem wurde bei so einem jungen Ding aus dem Haus gestohlen. Nicht was nicht. Macht ihr hier? Angry Rooster, awesome sauce. Oh, guck mal, even more Tequila. Da kommen wir nicht durch. Fucking teasing. Aber bam! Aber bam! Even more chickens. Oh, der hat eine Quest. Unsere Bande hat ihr ganzen Santa Lucita verteilt, um das verlorene Mitglied zu finden. Ohne ihn können wir unsere Ostküstentour nicht beginnen. Ah. Wird aber auch nicht angezeigt, wo der sein soll. Also müssen wir wohl nach ihm suchen. Ja, eben. Die hat auch noch eine Quest. Ja. Aber da kommen wir nicht hoch. Oh, natürlich ist die Tür zu. Ist ja mal wieder typisch. Super Siestra. Oh, da hat gerade schlechte Angewohnheit, sich in mögliche Situation zu bringen. Wirklich beschämend für unsere Familie. Ich bin verschwunden, aber ich kann ihn sagen. Ich schwöre, dass ich ihn hörte. Sag mir Bescheid, wenn du ihn findest. Ey, irgendwann kriegen wir doch so eine Fähigkeit, womit wir klein werden können oder so ein Blödsinn. Oh. Boom! Okay, ja, geil, noch eine Quest. Oma, ich bin verzweifelt. Es seid alte Leute immer. Meine Küche ist leer. Ich habe noch nicht alle Zutaten für meine Spezialität. La Grande Enchilada. Wenn du mir etwas Käse bringen könntest, wäre das ganz wunderbar. Als ob ich dir Käse geben würde, Alte. Aber Käse! Ja, that's the point. Wir spielen unsere Band jetzt wieder. Ach so, der gehört dazu. Ja. Langsam, wo willst du hin? Willst du mich umbringen lassen?
Musst du groß reden, schön und gütig weisen, unwiderstehlichen Schlangen tötenden Kombohuhn! Kombohuhn? Es ist wieder da! Ich kann dir beibringen, was du zum Betreten des Tempels brauchst. Ich will mal ganz kurz, aus Interesse, ich will mal wissen, wie viele Leute gerade sich das angucken. Doch eine Menge. Bin das Kombohuhn in Santa Lucita? Ja, der ist sogar entscheidend, den muss man suchen. Komm, wow. I kicked the chicken once. Again. Mi gusta guavas. Fresh mi gusta. Want some mi gusta? Komm, wir holen uns erstmal den Suplex. Und später das Boot. Und später das Boot. Suplex. Die Musik dazu. Respawn Boost könnten wir uns holen. Okay, bevor der Spieler respawnen kann, treffen nur im Koop-Modus. Ja, sparen wir erstmal auf die anderen Upgrades, würde ich sagen. Mein Gym. Das ist Kampf um Lyon, der sagt, die Ziege sei der Meister gewesen. Die Ziege war überall. Oh. Was hast du denn auf dem Kopf? Was sagst du so? Glaubst du, du kannst dich über El Bano lustig machen? Ja. Das Lachen wird dir vergehen, wenn ich meinen Spezialtrick loslasse. Die Klospülung. Ja, das ist tatsächlich eine Klo... Ein Klo... Ja. Ja. Kombo und willkommen in meinem Dojo. Mit Kräften des bösen Stellwills muss so viel lernen. Will mir einfach ein 3-Schlag-Kombo. Poncho! 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 Hi, Poncho! Poncho begrüßt den Legendor. Irgendeine Rückne! Ja, ja. Ich will bezahlen gleich nach der Demonstration. Gut, leg los! Also das, was wir schon die ganze Zeit gemacht haben. Aber wir müssen das beide machen. Gar nicht übel. Ja, einfach gesagt, komm, kannst du in der Luft ausführen. Los geht's, Poncho. Gisch, knaff, gnö. War zu lange nicht so... Gefallen zu lange. Die Arbeit jetzt. Ah, in der Luft. Genau. Führst du Lucha Lift aus, so kannst du Kombo Luft fortsetzen. What? Ach so. Okay. Wie? Also Angriff nach oben und dann springen. Genau. Ah. Das wird halt so mega kompliziert. Furchtbar. El Ninja? Ich lese mir das gerade mal so im Hintergrund durch. Los Casa Crushers? Castle Crusher also? Alter. Es ist nicht die Super Champion Turbo Edition aus. Okay. So viel sei gesagt. So, welche Taste? Hier Shoryuken und dann in der Luft Combo weitermachen. Vor allem bei dir sah es einfach nur so, da! Da! Bin der Zuschauer hilft, um Hähnchenhaken zu einem mächtigen Kombo. Oh! Okay, warte mal. Ach du Scheiße, warte mal. Oh Gott. Okay. So, zuerst. Nach oben, springen. Ja, genau, also hoch, springen. Nee, warte. Ah. Ja, genau. Ein Schlag in der Luft und dann den Special. Ich mag die Scheiße nicht, ganz ehrlich. Bin nicht so ein Kombo-Typ. Oh, komm! Ach, knapp. Warte mal. Poncho, geh mal dahin. Genau. Ah, Scheiße!
Ja! Gott sei Dank! Ach, genau, meine hier einfach! Ich knaufgende! Vögel, Zimmer rumfliegen, über meinen Flug und Fähigkeit spotten, alle, was ich getan habe, verschwinde! Wow! Oh, Junge, jetzt die Moderatorin, scheint bereit mit einer gewissen Herausforderung. Okay. Weil dich lieber aufhalten willst. Komm mal wieder zu mir zum Trainieren oder feiges Huhn. Also ich klatsche leider eine. Ja, man kann später nochmal zu ihm gehen. Für noch mehr solcher Kombos. Das wird immer schwieriger. Vor allem, wir müssen es immer beide machen. Das ist. Mm. Ich meine, zum einen ist es ja gut. So lernt man wenigstens. Lernt man immer beides. Aber trotzdem. So, das dauert Ewigkeiten dann. Was, wer bist du denn? Hier vor Riesenmonster im Tempel in der Nacht. Aha, okay, cool. Hey! Achso. Ja, jetzt können wir ja weiter. Da ist noch eine Truhe. Hm? Ja, da kommen wir ja nicht hin. Die ist ja in dem Haus, wo die Tür zu ist. Na, irgendwie kommt man später hin, das weiß ich. Später sowieso. Hui! Oh! Ah! Oh, bitte sag mir, ich spawn nicht zu dir. Warte. Ah! Jetzt kann ich einfach runterkommen. Ja, gut. Mein Vor. Minecraft. Abandon Mine. Danger. I love Danger. Willkommen, Senior. Bruder, du steckst Luchadores trainieren. Herausforderung gewachsen bist, du vielleicht sogar belohnt. Nur mal, ich will nur mal gucken, was hier ist. Das ist hier ein. Achso. Ja, das. Da kommen wir jetzt noch nicht hin. Später erst. Aber. Da, das ist ja gar kein Hund. Aber auf jeden Fall sind da immer so Challenges, mit denen man dann für Loot belohnt wird. Loot für den Luchador. Aber hier waren wir noch nicht drin. Kommen wir aber auch nicht weiter. Nee, dafür brauchen wir dann erstmal noch eine Technik. Dafür brauchen wir den Blau-Move. Juan! Ah ja, da konnten wir ja nicht hin. Ne? Ne. Okay, das war der Typ. Genau, jetzt haben wir ja das die Hähnchen-Power. Ey! So, wir haben beim Combo-Hähnchen gelernt. Kassa-Crashers! Ja, Kassa-Crasher war vorhin im Dings auch. Nee, das scheint nicht spoilern, der soll das selbst sehen. Oh. Caballero Churros. Ganz recht, kleine Suche, ich bin nur ein lebloses Objekt. Nur ein wenig, ja. Hm. Ja, Mayo auf dem Boden sieht lecker aus. Oh. Schöne Falle. Alter. Oh je. Ja, es ist verscheucht. Was guckst du so? Ja, was guckst du? Noch nie eine labernde Statue gesehen. Tut mir leid, ich bin immer so übel um den Kopf. Früher mein Olmenkind. Was? Olmenkind-Brüder. Wir sind mir vertraut in unserer Welt. Bist du ein von ihnen? Kann er dich wieder zu mir teleportieren? Ah. Ah. So, das sind also Teleporter. Yep. Ja. Kommt man nicht hin. Kommen wir nicht hin. Chip, chip, chip. Der Regentempel. Ja, ich habe genug Legend of Zelda gespielt, um zu wissen, dass mir das nicht gefallen wird. Haben wir Geld? Nee, ne? Haben wir? Nicht viel. Doch ein Stück Ausdauer können wir uns holen. Dann können wir länger treten. Ja, geil, mehr treten. Länger den Rooster Uppercut spammen. Ich glaube, wenn es so weitergeht, muss ich glaube ich hier bald eine Epilepsie-Warnung reinballern. Das wäre gern gebracht, ja. Alter, da spielst du ja aggressiv gegen solche Leute. Mm. Hey, langsam, warte mal. Willst du in den Tempel gehen, wo gerade dort? Glaub mir, das willst du dir ersparen. Hier tun sie also nichts ausgedacht. Ich schwöre, ich konnte kurz die Welt der Toten sehen. Gerade so überlebt. Also habe den Tempel verschlossen, als ich verließ. Ich weiß ja nicht, wie du überhaupt hineingelangen willst. Du,
Wir sind Luchadors, wir können alles. Wir nehmen einfach das magische Pott. Okay. Darf ich vorstellen? Die Geisterwelt. Können wir hier jetzt nochmal irgendwo hin? Ja, die Geisterwelt unterscheidet sich immer so ein bisschen von der lebenden Welt. Haha, fort so. Nice. Epilepsy! Höheres Leben! Leben hoch! Okay, gehen wir halt so rein. Ja, anders hätten wir es auch nicht gekonnt. Boah! Oh, ich habe jemanden gesuplext, das war cool. Echt? Wie war das nochmal denn? Wenn du ihn greifst, also sobald du ihn gegriffen hast, musst du B und in die entgegengesetzte Richtung, in die du guckst. Oh Gott. Meine Güte, wer kommt denn da? Ist das der mächtige Luchador, von dem Javier sprach? Ach. Guckt auch so misstrauisch. Hm, anscheinend hat er mir das Beste verschwiegen. Ah, Luchador, mach dich locker. Du suchst sicher nach Galaka, oder? Er ist mit Flammengesicht und dem Mädchen abgehauen und bereitet seine Zeremonie vor. Vielleicht könntest du mal etwas Spaß haben, statt ihn nachzujagen. Bam! Bam! Keine Wirkung. Mein Booty funktioniert nicht. Wenn wir uns wiedersehen, hast du vielleicht meine Aufmerksamkeit verdient. Aber jetzt ruft Galakas Haustier, der Alefrie, nach mir. Er ist einsam und braucht ein paar wirklich heftige Streicheleinheiten. Okay. Diese Doppeldeutigkeiten. Alukes, wir haben einen Gast. Bitte mach es ihm bequem. Puff. Oh, die Dinger. Fuck you. Suplex City. Das sind immer mehr. Ziegen-Kombo. Derbe Ziegen-Kombo. Pinata! Kann ich mal kurz seinen Controller sehen? Nur so, ganz kurz. Alles klar. Der ist alt und abgenutzt. Nee. Das nicht. Cool. La la la. Ups. Es sind immer so Unterschiede. Ja, ich merke schon. Aber vielleicht gibt es denn hier immer noch was zu holen. Ja, eben. Deswegen, mein Instinkt sagt mir mal einmal zurückgehen. Jo. Ja, okay, gut, von hier kamen wir ja rein. Jo. Deswegen da reinzugehen wäre ja Blödsinn. Achso. Ah. Shoryuken. Aha. Ah, ich verstehe. Ah. Hier muss man ein bisschen tricksen. Ah, ich verstehe. Ja, und ich stehe hier nur. So funktioniert das. Ein bisschen tricky. Wow. Ey! Entschuldigung. Ich kann da nicht springen, ist das Problem. Hm. Kannst du mir das vielleicht ein bisschen leichter machen? Renn mal drauf zu und ich versuche mitzuhalten. Okay. Pff, fast das Spiel zerstört, okay. Entschuldigung. Es war, oh Gott. Okay. Okay, let's try that again. Nochmal. Komm. Lauf einfach drauf zu. Nee, kann ich nicht. Okay, warte mal.
Das kann man nicht da so cheaten. What the fuck? Also muss ich das Ausdauer. Irgendwie... Ja, ich weiß. Das geht doch bestimmt irgendwie. Doch, das... Das muss man timen, richtig. Ja, da muss ich das richtige Timing für haben, einfach. So, Ausdauer, komm. Und dann auch noch den richtigen Sprungwinkel. Ja, so nicht. Oder warte, warte. Nee. Mm. Das war, glaube ich, schon so das Höchste, was ich hinkriege. Aber komischerweise... Vielleicht weiter versuchen, wenn wir einen Doppelsprung haben? Das Wurmpilz. Oder die nächsten... Das, die nächste Fähigkeit. Oder warte mal. Ach so, hier... Nee, geht nicht. Ach, shit. Das ist doch scheiße. Ich muss auch mitkommen. Das ist doch scheiße. Ja, Mann, war geduldig. Jesu spielt nicht mit Tastatur, weil das ist einfach... Meine Güte. Okay, auf drei. Eins, zwei, drei. So, meine Güte. Jesus. So, damit es gespeichert ist. Okay, Mensch, da kann man nicht hoch. Da kann man rein. Ach du Scheiße. Wow. Der Alibri. Großer Kumpel. Da wollen wir noch nicht hin, sagt mir mein Instinkt. Mein Instinkt sagt mir, fuck this shit. Ich suplex das Vieh zur Not. Ich meine wegen Loot. Ich denke mal, wir können noch mal wieder zurück. Ah! Ah! Da muss man in die switchen. Okay. Pinata! Viva Pinata! Achso. Was? Kann man nicht ausweichen. Okay, dann. Suplex ich das Vieh halt. Ah, shit. It's in another dimension. Ja, so jetzt. Lala. Gesuplext. Pinata. A Pinata. Was so? Oh, ich hab die gar nicht gesehen. Ich kann mal die nicht übersehen. Ah! Ich hab's nicht übersehen, tatsächlich. Alter, der Ort ist größer, als ich gedacht hab. Naja, ist immer so. Ah! Das ist der Alibri, hä? Junge! Guck mal, das ist doch handsam. Guck mal, der ist doch süß. Das ist doch ein Spasti. Oh, guck mal. Siege. Guck mal, was ich uns gefunden habe. Ja. Ey, Guacamole, Kuppe, Gummistatue, einen Ast kaputt gemacht. War mein Ast, Mann. Wenn du nächstes Mal eine Kraft suchst, frag einfach mal an. Was? Nee. Nur um Zeit für einen neuen Move beizubringen. Gerade in dieser Statue erhalten hast. Ja, in den Ziegensprung. Ah, Double Jumps. La, la, la. Yes. Oh ja, geil. Können wir das bitte skippen? Ich hab hier. Alter, da krieg selbst ich Anfälle bei. Ah, ne, Wall Jumps. Oh. Ah, jetzt können wir Wall Jumpen. Mhm. Cool. Ich dachte schon, das geht runter. Aber ich glaube, der Alibri ist wach. Ja. Er ist wach. Definitiv. Scheiße.
Ach so. Ach guck mal, man kann sie einfach festhalten damit. Nice. Mhm. Oh, that's that shit. Ach du Scheiße. Nee, so geht's nicht. Also zuerst mal die Welt. Ja. Okay. Ich bin einfach gar Ach, hier nicht sind wir wieder. Ach, guck mal, da können wir jetzt ja hoch. Und wir können noch mal zurück uns den anderen Kram holen. Ja, können wir. Wir können uns das Boot holen. Das Boot. Holen wir uns das Boot. Das Boot. Das Boot. Das Boot. Ich hab das jetzt immer im Kopf. So, jetzt können wir das hier ja mit Ease machen. Ja. Ja, warte mal. Ach so, an den Wänden kann man nicht. Ah. So. Ja, well. Let me try this, okay? Okay. Du hattest ja gerade deinen Spaß. Ah, stimmt. Ah. Wait, what? This is... Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Weil komischerweise... Es wäre ja an sich so super simpel, ne? Aber... Ist es... Aber nicht. Wait a second. Wow. Ansonsten. Flup. Nein, nein, nein. Genau, jetzt bin ich nämlich hier und. Kannst auch nichts machen. Aber ja, man das kann. War die Wand. Man kann sich aber an den Wänden festhalten. Warte, ich habe eine Idee. Aha. Jetzt bin ich auch gespannt. Aber dafür muss ich die Dings. Dafür muss ich die wechseln, während ich. Wenn ich hier gleich abspringe, geh du mal in den Teleporter. Okay. Also. Oder warte, ich mach's einfach so. Geh mal rein jetzt. Ja. Jetzt. Geh du mal. Nee, das ist Blödsinn. Geh trotzdem mal rein. Das ist zwar Blödsinn, aber. Ja. Nee. Auch nicht. Hä? Verstehe ich aber nicht. Das Problem ist mit dem Uppercut. Warte mal. Warte mal. Halt, warte mal. Spring mal rein. Ja. Das reicht auch nicht. Zumal man kann nicht weit genug zur Seite weg. Vor allem, wenn er dann auch noch abspringt, der Depp. Nee, das funktioniert auch nicht. Hä? Ich hab das. Das muss auch alleine machbar sein. Ist das auch? Das kann. Oder gibt es im Spiel hier Koop-Only-Rätsel? Weil wenn, dann ist es einfach das, was wir vorhin hatten. Nee, diese Rätsel sind so gemacht, dass sie auch alleine machbar sind. Ah, es ist so machbar. Es ist nur einfach unglaublich präzise. Ja. Es war also die ganze Zeit so. Es ist einfach nur okay, goodbye. Hey, bist du schon wieder da? Ach ja, das shit. Junge! Warte mal, kann ich hier hoch? Nein. Auf drei. Eins, zwei, drei. Alter, der Koop macht die Sache echt nur noch komplizierter hier.
Meine Güte, geh doch da hoch. Der magische Pixel, ey. Aha. Ach du Scheiße. Ja, genau. Bengel ist tot. Ja, warte mal. La la la. Vulcan Drop. Beam. Stomp. Herz toll. Geil, und jetzt kann ich einfach. Bleh. Und es ist weg. Warte mal, was ist jetzt hier? Nothing. Cool. Das ist einfach nur zum Sammeln. Warte mal, was? Hä? I am so confused. Oh nee. Auf drei! Das Problem ist, das bringt's ja nicht. Warte mal. Nein! Entschuldigung. Weil. Geh doch da jetzt hoch, du Dimwit! Weil die Kamera nicht mir folgen will. Und ich nehme durch irgendwas Schaden. Oh, hi! Alter, an dir probiere ich das Boot aus. Sofern ich das hinkriege. Double kill. Ah, so. Nicht anfassen. Don't hit the teleporters. Aha. Na Gott sei Dank. Oh, wir haben gar kein Geld. Ja, scheiße. Komm her, ich will das Boot an dir ausprobieren. Das Boot! Ist mehr wie ein Boot. Die Technik, die Pinata. Die Pinata! Alter, wie viel Zeug gibt es hier überall? Es gibt noch mehr später. Das ist ja gerade erst der Anfang. Ja, eben. Oh. Ah! Du musst da rein, denn die sterben gleich einfach so. Ja. Ah. Und bam! Mega-Hit! Pinata! Viva Pinata! Wow! Oh! Okay, dafür gibt's jetzt das Boot. Das Boot! Boom! The Boot. Koralle. Koralle. Koralla. Oh, der Gigante. Das ist ein großer. Mad das Cash. War ein großer. Vorsicht. Boom. No. Nein! Ich hab nicht mehr gesehen, was um mich passiert! Ach shit, du bist tot. Aber okay, wir spawnen direkt hier. Wow. Sind wir beide gerade instant gestorben? Ich glaube ja. Offenbar ist das ein Insta-Kill-Move. Fuck. Le Boot. Und Suplex. Welcome to Suplex City.
Geht doch. Pinata! Also das war wirklich nur hierfür. Und hierfür. Noch ein Move. Wie viele Moves kriegen wir hier? Viele. Da hat ja aufgezählt. 15 Stück hat er. Boah, ey, im Ernst, um den Zock kaputt zu machen. Im Ernst. Finde ich scheiße. So ein Headbutt beizubringen. Drücke B, während du stehst. Okay. Himmel zu jagen. Ziegenboy. Derbe Epilepsie. Sorry, Leute. Das ist nicht unsere Schuld, das ist das Spiel. Jetzt ab mit dir, bevor ich deine Mutter finde. Hey! Alter, man kann das auch an der Wand machen. Wow. Alle diese gelben Sachen sind für Olmex Headbutt. Ah. Aus der Verzögerung. Ach so. Erstmal so. Geld kommt ja eh immer rein. Bumm. Hehe, gut gemacht. Der Kopfnuss einfach. Hm. Ach so, warte mal. Lala. Ah. La 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 la. Here we are. Jetzt sind wir hier wieder. Mm-hmm. Moment, heißt das, dieser Move wäre schon... Nee, er wäre nicht optional. Weil nee, jetzt können wir wieder hier hin. Nee, der wäre nicht optional, nein. Genau, hier wieder da hoch. Da oben. Bäh. Kopfnuss. Das Spiel versteht mich. Kopfnüsse sind gut. Da gibt's auch einen Weg, oder? Ja, es sind zwei Wege. Das ist das Problem an solchen Gabelungen. Ein Weg muss man immer gehen. Glück hat der gehabt. Ich hätte ihn gesuplext. Ahu! Suplex City. We built this city on Suplex und Kopfnüssen. Ich weiß jetzt nicht, was ihr getroffen habt. Der Wurf oder meine Kopfnuss? Kopfnuss. Bis der Kopfnuss gefriert. Nee, achso. Oder auch nicht. Warte mal, was ist... Hier ist das ja so. Nee. Hä? Ah. La 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 la. Okay. La 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 la. Also runter und dann direkt wieder hoch. Also... Ich weiß auch nicht, warum der Chat so abnormal ruhig ist. Ich meine, dafür, dass eigentlich eine Menge, Anzahl von Leuten da ist. Genau. Ah! Na, Geld haben wir noch nicht wirklich. Hä? Ich weiß auch nicht, was man sich da heute. Ich hab. Aha. Ich mag diese kleinen Dinger irgendwie. Die finde ich irgendwie süß. Bumm. Ne Kopfnuss. Bam. Mehr Bim. Leben. Nebenbei Song und Andy angucken. Ah, ihr seid alle. Ach, ihr Verräter, ihr. Ach. Nee, warte mal. Ich bin halt uninteressant. Da ist ja noch mehr dann gewesen.
Oder habe ich das jetzt... Ja, hier. Oh. Ach, schau mal nach, guck. Stabe. Luchador. Du hast ja nicht zufällig einen Alebrije gesehen, oder? Na doch. Er ist groß, bunt, sieht aus wie eine Mischung aus Fisch und Katzenschlange. Etwas so groß wie ein Haus. Versteckst du ihn, Luchador? Ja, natürlich. Jede Sekunde, die ich ihn suche, ist eine Sekunde mehr, die Kanaka allein mit der Opferschnepfe verbringt. Wow. Ah! Sie ist mental bestimmt total cool. Ja. Hempf. Tut mir leid, dass du das ansehen musstest, Luchador. Ich muss jetzt den dämlichen Alebrecher suchen. Bumm. Nächstes Mal legen wir wirklich ein Tänzchen hin. She wants that dick. She wants Kalakas Pony Dick. Bäh. Gut. La 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 la. Vorsicht! Bäh. Bäh. Matsch. Vorsicht! Show you can! Ein Stampfer ist böse. So. Ha, danke. La 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 la. Boom! Das ist auch ein Ohrwurm, nee. La 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 la. Ja, das ist schlimm. Ich muss den Dodge mehr benutzen. Ja, denke ich mir. Boah, Alter, ich hab das Spiegelkopf benutzt. Ich treffe immer seinen Dick. Riesenkiller. Ich schlag dem Ding die ganze Zeit mit der Kopfnuss auf den Schädel. Oh. Du bist da an einer richtig ekligen Stelle. Mhm. Ey! Nein, meine Ausdauer! Schlimm, ne? Okay. Okay, jetzt ist meine Ausdauer hier. So, jetzt. Hui! Okay. La 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 la. Schlimm, ne? Okay. Die Musik ist catchy, leider. Oh ja. Was schlimm ist, wir haben hier trotzdem noch nicht so noch nicht alle Orte erkundet. Es gibt ja immer noch so viel, was wir sehen könnten. Das ist erst der Anfang. Oh, mehr Gesundheit. Yes. Ja, bitte. Wow, ich hoffe, ihr habt keine Epilepsie, das wäre jetzt noch so eine Scheiße. Ich glaube, wir entwerfen irgendwie eine Warnung. Das wird dann dazu setzen. Oh oh. Oh. Kümmern wir uns nicht um den. Kurven. Nein. La 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 la. Junge. Also. Aber erstmal in die Dings zurück. La la la. Okay. La 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 la. Okay, am besten kümmern wir uns gar nicht um die Gegner. Das ist mal leichter gesagt als getan. Das sind potenzielle Suplex-Opfer. Hä? What? Ach so, oh. Warten, bis Ibrihe da ist. Ach du Scheiße. Nein! Nein! Dieser. Ja, Koop macht einiges, um einiges schwieriger. Vor allem, wenn du
ich merke das jetzt. Der springt immer zurück, wenn dein Partner irgendwo in Situation ist, wo er festhängen würde. Nani? Doi. Danke für die Bits auf jeden Fall, der Gamer. Okay. Vorsicht! Jetzt. Boom! Buff! So. Na, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder warten. Ja. Nein! Sag mal, wie schnell ist denn das Scheißvieh? Kurvenuss. Oh! Ob das ist eine Mario-Anspielung? Oh. Come on! Komm mal, das ist eine Lava-Pfütze. Tada! Geil! Es ist ein großer Gatto Frito. Tut mir leid, Luchador. Deine Prinzessin ist in einem anderen Schloss. Fick dich doch. In einem anderen Schloss mit meinem geliebten Kalaka. Seit El Presidentes Tochter aufgetaucht ist, hat sie meine Beziehung mit Kalaka ruiniert. Oh Mann, oh Mann. Und jetzt hast du auch noch sein Haustier Alebrije getötet. Den Alebrije unter meiner Obhut. Jesus. Ich würde dich auf der Stelle töten, Luchador. Aber ich habe eine Schnepfe zu jagen. Und einen Mann zurückzugewinnen. Puff. Okay, that happened. Ah, ja. Flump. Hui. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich es bereue, dass ich jetzt hier runtergesprungen bin? Wahrscheinlich wäre auf der anderen Seite. Oh, da, da, Epilepsie! Kopfnuss. Das ist ein Kopfnuss-Move. Ich finde den zu geil. Vor allem, der ist super mächtig. Ach, guck mal. Willst du eine Reise? Nö, eigentlich gerade nicht, ne? Ich meine, wir haben hier noch einiges. Wir haben ihn zumindest gefunden. Ja, wir haben ihn schon mal gefunden. Ja, ist okay, Kumpel. Guck mal, hier können wir... Warte, was ist denn hier? Ich glaube, da waren wir. Ja, hier war... La 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 la! Nee, warte, wir waren hier. Doch, wir waren jetzt hier überall. Ja, waren wir. Ja gut, dann können wir doch teleportieren. Das ist ja, glaube ich... Ja, zumal es sich erst lohnt, wenn man alle Fähigkeiten hat. Eben, wir haben zwar jetzt 93%, sehe ich hier. Aber ich denke mal, wir sollten hier wirklich später hinkommen. Ja. Hey, be like Nick. Ach, warte mal, wir können doch hier... Wir haben gut Geld gekriegt dadurch. Okay. Der Princess ist in einer Castle. Wir können auch die Ramme holen. Die Ramme. Dann haben wir die Moves schon mal hier. Oh, ein Pile Driver. Also noch besser. Und da geht jedermann ab. Ja, und dann holen wir uns das noch und dann... Shopaholic. Juhu. Oh, willst du reisen, Mann? Ach, du Scheiße. Okay. Was du Scheiße, Hombre. Keine Flüssigkeiten, nur über 100 Milliliter. Apropos Flüssigkeit. Na, stay hydrated und so. Vor allem jetzt haben wir ja schon wieder komplett andere Möglichkeiten, jetzt wo wir die gelben Blöcke zerstören können. Warte! Ja, du hast immer noch dein Dings. Achso, da hinten. Leider können wir immer noch nicht kleiner werden oder so. Ja, das kommt noch früh genug. Ach! Barmann! Barmann! Ja, komm mal, was willst du trinken? Du hast doch was zu trinken, was meckerst du denn? Jo. Ja, bei mir mein Tequila, was ist das? Soll das ein Witz sein? Derber Move! Noch ein Lachrosen-Dorre. Was? Luchador! Luchador, aber Brandwein. Boah, geil. Bargiba! Ah, verfluchte Kopfschmerzen. Tokio, ihr ist gewurst.
Ist der Zeitpunkt, wegzulaufen, willst du überhaupt von mir? Wenn wir wissen will, wie die Teufel verflucht im Kopf wegen in Flammen umgeben will. Er ist ein Teil, welches so verbrennen will, Schmeichel am Oberhülsen, weil er eigentlich leid ist. Oder weißt du, wenn er so mit Kalaka der Erde bereitet? Ja, kann man den Flug nicht mal brennen, aber was erträglicher. Es wäre ein Schnaps in der Hölle, aber ich werde es vereint. Oh, der will Feuerwasser fließen. Tralala! Ich will nicht zum Langebrat, Luchador. Aber immerhin will ich genug von euch selber verschwenden. Und Kotter, jetzt bin ich hier in goldenen Moment. Bevor ich mich gerade auf den vergoldeten Dame der Wüste zu braten. Abschiedsschuss von mir, oder? Das ist eine Diskrevolution. Ja, ich schick's einfach für schon, Luchador. Erlaub mir, wirst du bereuen, wenn ich sicher kommt. Hier, kauf den Träger, spann wir und versichere dir, die Wüste, die interessiert vorgehen. Ach. Hat er jetzt echt versucht, uns zu erschießen und hat uns dann einfach Geld gegeben? Ja. Was ein Spacken. Ach, schau mal einer. Mäh. Nee. Echt toll, wie du Flammen gesehen losgeworfen hast. Aber muss ja was fragen. Wo ist das Kind von Gottesstatuen gemobbt oder so? Du scheinst ihn nämlich unbedingt zertrümmern zu wollen, Mann. Wieso war ich ihn verrotten, leider? Ich komme aber spät zu meinem Servers. Ein Froschslam. Froschslam. Epilepsie-Anfall. Jetzt geh, Luchador, ich muss noch meine anderen Statuen verstecken. Was denn? Was ist? Willkommen, ihr Lieben, in meinem Fassersammlung im Schutz der Bar. Das ist ein cooler Move. Das Grauen, das Grauen. Tafel. Nein, Fassreifen. Nein. Oh Mann, der Arme. Kommen wir noch ein neuer Ort. Also die Moves kommen ja hier echt schnell. Hä? Ach, wir kommen jetzt. Wir sind gefangen! Ah, nee. Ah, da war noch Proxland. Ja. Boah! Oder so. Mal hier. Es gab da hinten noch einen anderen Weg. Ja. Hier ist ein Ausgang, warte mal. Wie hängt das eigentlich mit dem HP zusammen? Wieso kriegst du so viele? Weil er das eine Mal so eine mega Direktspende gedroppt hat. Und Direktspenden sind immer doppelt wert. Aber hier können wir später nochmal hin. Ja, weil wir jetzt noch nicht klein sein können. Ja. Geil, dann können wir endlich klein sein. Wissen wir endlich, wie es ist, Sui zu sein. Was ist mit mir? Hallo, ich bin sogar kleiner als Sui. Na. Achso, war mal das. Aber was heißt hier? Na. Na. Selber na. Na, Klo-Typ. Ja, er ist sowieso. Ne? Das ist Klo-Boy. Du Amateur-Schatzsucher zu werden. Sag Bescheid, wenn ihr was findet. Okay, Dude. Amazing Tequila Bros. Busted Bill? Oh, stimmt, da waren ja jetzt diese Drachen. Das sind nicht irgendwelche Drachen. Ich glaube, das sind Chupacabras. Genau, Chupacabras. Ach, Chupacabras. Ja, davon habe ich auch schon mal gehört, von den Viechern. Ah! Du, kleiner, hässlicher! Pile Driver! Alter. Eine Sache, die noch geiler ist, als Monster zu suplexen. Und einfach einen Piledriver zu verpassen. Oh. Hahaha. Alter. Ah, die. Kack den.
Ach so. Da muss man im richtigen Moment. Ja, ich sehe schon. Nicht die. Ach so, und die schmeißen auch noch anderen Shit. So. Sehr gut. Cool. Geil, das Achievement ist im Weg. Nein! Bäh. Watch du kannst out. Respawn. Oh. Oh. Bushka. Babushka? Mishka, Mushka, Muskatnuss. Muskatnuss. Muskatnuss, Ärmele. Okay, das Spiritual World. Sehr wüstig. Wüstengebiet, Hanakel! Nein! Sehr wüst hier. Boom! Meine Sache, die ich auch nicht verstanden habe. Wieso hat das Spiel kein Online-Multiplayer? Das ist genau so eine Sache, die ich nicht verstanden habe. Es gibt so viele Sachen, die man nicht versteht. Ich meine, wenn man schon das Ganze über Steam laufen lässt, why not? Warte mal, ging's hier runter? Nee, doch nicht. Ja, weiß doch, wie das. Ah. Ach, hey. Vorsicht! Ach so. Ah, ah, die muss man aus dem Boden rupfen. Und dann Pile-Driven. Alter, den habe ich im Boden zerstört. Na gut so. Piñata. Viva Piñata. Da kommen wir auch nur wieder mit Schrumpf-Move hin. Einfach sobald wir den Sui-Move haben, ey. Sui-Move. Chupacabras, das sind auch solche merkwürdigen Kreaturen. Habe ich aber auch schon mal drüber gelesen. Boom! Die kamen sogar, glaube ich, in meiner Monster Hunter Romanreihe vor. Cool. Zack. Es gibt nichts Geileres, außer Viecher zu suplexen. Bäh. Na, bäh. Bam. Alter, diese Kakteen, ne? Böse Kakteen. Ganz dünnes Shit. Eis. Ganz dünnes Scheiß. Fuck you. Fuck you, you asshole. Da ist noch einer. Ein Schuber Chap Chap. Was? Hast du das gerade gesehen? Was denn? Immer, ich hab ihn durch den Boden gesuplext. Während ich denn einfach noch weiter oben geblieben bin. Auf der Plattform. Tja. Da brauchen wir auch Ziegenmode. Ziegenmode. Oh, Kreissägen. Wow. Wie mies. Kann man das... Ach so, man kann das auch, wenn man das so macht. Okay, ich warte jetzt einfach kurz, bis du wieder... So. Skorpfnuss. Ich mach die Skorpfnuss. Hier braucht man auch Mini-Modus. Ich wollte gerade sagen. Ich habe auch gedacht, was denn jetzt los? Was mit ihm hier? DMC3. Das ist ein grünes Schild. Die muss man dann mit so. Dem Frog-Dings. Mit dem Frog-Dings. Kaputt hauen. Mit dem Frog-Fuck. So, rote Schilder werden mit Booster-Packer zerstört. Ah. Und gelbe Schilde mit Kopfnuss. Omex Headbutt. Okay, das wird später, glaube ich, noch richtig fies.
Wenn denn Viecher mit verschiedenen Schilden auftauchen. Verschiedene Farben, jo. Das könnte ekelhaft werden. Deshalb meine ich, ja, könnte vielleicht ein bisschen schwierig werden mit deiner Farbblindheit. Ich bin nicht farbenblind, ich habe eine Farbschwäche. Ja, Farbschwäche, es kommt aufs selbe hinaus. Du kannst halt bestimmte Farben nicht sehen. Ja, und da gibt's auch wieder Unterschiede. Ich kann Rot erkennen, aber da das Spiel ja bislang nur Rot, Gelb und Blau hat, ist es eigentlich Pillepalle. Schwierig wird's also halt... Also bislang ist halt Gelb, Grün und Rot da. Alter, ich hab den gepile-drive, damit ich den anderen rauskriege. Ja, das ist gut so. Nee, ich kann zum Beispiel nicht, das habe ich zum Beispiel letztens bei Jacksepticeye gesehen, es gibt ja diese komischen Muster. Also so, es sind so Kreise, wo verschiedenfarbige Kreise drin sind und naja, dann sind da Nummern irgendwo. Sowas habe ich. Ach so. Um es genau zu sagen. Ich wusste mal nicht, wie man das... Du hast was weggeklickt? Ja, I was, ja. Auf jeden Fall wurde nach Stabi gerufen, aber sie ist nicht da. Unsere Lieblings-Zundere-Hexe. Ja. Oh, nimm mich hier raus! Wenn du diesen Kahlkopf-Kalaka findest, er benutzt dich doch nur! Ah, ne, oh! Du bist der Uppercut! Ja. Ich muss mir noch dran gewöhnen, welche Farbe welcher Move ist. Naja. Zumal das ist noch klar unterscheidbar. Also ihr könnt die auch haben? Mhm. Omex Headbutt. Autsch. Sag mal, kann ich auch aufhören zu sterben? Suplex City. Ja. Ja. Ein Luchador. Ich. Warte. Kann das denn sein? Juan? Juan! Juan! Caramba! Juan, ich dachte, du wärst tot mit deinem Tequila! Oh, Juan, ich bin so glücklich, dass du am Leben bist! Der gute Tequila! Ich habe so lange geweint, als ich dachte, dass Kalaka dich und den Tequila getötet hat! Vor allem den Tequila getötet, das musst du erstmal hinkriegen! Und dann schau, ich heule schon wieder! Doch genug der Tränen! Schnell, Juan! Hilf mir raus, bevor Kalakas verrückte Liebhaberin zurückkehrt! Ach, du schon wieder. Oh, Luchador, wie ein Weißenkohl bist du geradewegs in meine Falle gerollt. Weißenkohl? Ich weiß immer noch nicht, warum dein Fleisch nicht verfault. Alter. Ich hab dich zurück in die Welt der Toten gejagt. Doch das macht nichts. Sei ein Püppchen und bleib an Ort und Stelle. Hörst du? Ich muss mich auffrischen, damit ich gut aussehe, wenn ich Kalaka sein neues Geschenk präsentiere. Seh dich doch an, in einer Höhle gefangen, unerreichte Träume, unerwiderte Liebe. Eines Luchadors saß du falsch. Vielleicht hast du die Gelegenheit nutzen und dein erbärmliches Leben überdenken. Swing! Sie swaved immer nur so durch die Gegend! Sie kann's halt. Ich liebe den Artstyle, ne? Alter! Sie war immer für ihn da. Damals, als so ein Muskelman ihm die Fresse eingeschlagen hat. Weil er seinen Tequila nicht mochte. Zeit aufzuwachen, Luchador. Ich habe niemals geschlafen. Das ist der Junge, der meinen Namen Alebrije erschlug. Es war eine Bowser-Sache, also wie enttäuschend. Siehst du? Ich habe dir gesagt, dass ich nicht geschnappt habe, Kalzi. Es war nicht meine Schuld, es war seine Schuld. Lass uns ihn in heißer Lava kochen. Lass uns... Ruhe!
Du sprichst, wenn du mit. Du sprichst, wenn ich mit dir rede. Jetzt geht's zurück an dein Abwasserloch in Publeo. Bis ich dich wieder brauche. Damit ich wieder vergesse, dass du derjenige warst, der ein Haustier kümmern sollte, als ich getötet wurde. Aber ich. Gepuff. Nun dann, Luchador. Ich könnte dich jetzt vernichten. Was hält mich eigentlich auf? Nein, ein feiger Haustiermörder verdient den Körper eines Feiglings. Auf Wiedersehen, Junge. Möge dein Tod so ereignungslos sein wie dein Leben. Wir sind Hühnchen. Ja, als Hühnchen können wir nicht viel machen. Aber wir sind klein. Aber ich kann mich fortbewegen, indem ich Angriff drücke. Wir sind Hühnchen. Oh Gott, es gibt nicht mal einen Double Jump und es ist so. Oh Gott. Okay. Hui. Das ist so unglaublich doof. Miau. Miau. Oh, warte. Miau. Was ist denn das? Ah. Ja. Ah, wir können genießen sammeln. Ja. Hui. Ah. Miau. Miau. Oh, hier. Da. Oh, still. Vorsicht. Oder so. Die bringen sich selber. Oh, was ist denn das? Oh, scheiße. We're dead. Da erscheint immer das Kommando, aber... Müssen wir einen richtigen Moment? Boah. Ach so, ich verstehe. Man kriegt zwar das... Ah, ich weiß nicht, wo ich bin! Ich bin tot. Okay. Wow. Oh, danke. Das ist so dämlich. Hui! Ich will ein Hühnchen. Hui! Ach du Scheiße. Ah! Hey! Okay. Auch nicht. Oh, nice. Well, I did it. Yep. Etwas, was ich kann. X zum Ah, die. Ihr kleinen Spastis. Okay, Y funktioniert gar nicht. Nee, wir sind Hühnchen. Wir können nicht greifen. Pick ihn zu Tode! Das ist sad, man. Von einem Hühnchen zu Tode gepickt. Oh, shit. Oh. Ah! Ach, da bin ich! Vorsicht! Bäh! Oh! Miau! Was zur... Okay. Eine alte Mine. Hallo. Hey, großes Hühnchen. Ich hab dich erwartet. Wer ich bin, so haben wir einfach berechtigtes Interesse daran, dass du Kerlans Plan vereitelst. Zum Glück, wenn du dir zeigen, wie du dich in einen Menschen verwandelst. Du musst Nele ja deine Augen schließen, deine Sporen dreimal zusammenschlagen und sagen, entfessel den Luchador in dir. Ja, lol.
Funktioniert nicht. Nee, drück einfach LB und fertig. Der Hühnchen! Pojo-Kraft. Polo-Kraft. Na, es wird Pojo ausgesprochen. Ich hab schon. Hui. Oh nein, der lässt uns so raus, wenn Hühner zurückgelassen. Der Himmel schützt tatsächlich und versucht dabei zu helfen, das dagegen zu unternehmen. Jetzt wollen wir auch mal rumzueibern und drück L. Achso. Hallo, ich hab doch, dummes Hühnchen. Großartig. Böse Menschen müssen sein Ernst und mir Brot und Schweiß geben, mir Gesicht zu stopfen will, wie eine Staubzerfalle. Aber einen Ruf zu wahren. Alter. Ja, dem schaffst du, du Tochter soll nicht rübergekommen. Du schaffst das nicht, Verstecker. Ich kannst du mit dir reden auf Facebook über Kanaka. Den Kanaka. Vor allem. Alter, es gibt, wir haben hier gerade mal 20%, aber da wir jetzt ein Hühnchen sein können. Ja. Die Welt steht uns offen. Ja, wir können Hühnchen sein. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, blau haben wir aber immer noch nicht. Nein, das kommen wir noch. Ich mag das, als Hühnchen rumzurennen. Alter, wie gibt hier voll viel. Na, Hühnchen, du kannst auch wieder. Ich weiß, aber ich bin gerade gern Hühnchen. Warte auf mich, du Hühnchen. Shadow Chicken. Ach so, hier kommen wir wieder zurück. Ja. Ja, ich würde sagen, wir gehen hier sowieso wieder erst hin, wenn wir alles haben. Und wenn wir die weiteren Moves haben und alles. Oh shit. Aber da können wir eh nichts machen, weil wir in andere Dimensionen. Deswegen renne ich ja. Spirituelles Hühnchen. Sekunde mal kurz. Maus.